zeigen wir euch mal ein bisschen was zu klettern. Vorab nimmt nur Sachen, also Karabiner und Kletterzeug, die wirklich auch dafür ausgelegt sind, nicht irgendwelches Plastikzeug, und macht vorher einen Kletterkurs, bevor ihr euch alleine raustraut. So, als erstes gehen wir, machen wir uns eine Sicherung fertig. Da habe ich hier einfach eine kleine Schlinge. Machen wir einen Prusik draus. Gehen wir einmal, ein zweites Mal durch. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass die Schnur nicht überschnappt. So, jetzt zieh es mal kurz fest und dann einfach, ich hoffe, sieht man gut, dass die Schnur halt so schön nebeneinander ist. So, festziehen. Dann haken wir die hier einfach im HMS ein. Und das sind unsere Sicherungen. Also sprich, wenn ich aus irgendeinem Grund das Seil loslasse, dann geht der Knoten zu und ich hänge am Seil und falle nicht runter. Deswegen, andere Hand ist auch immer am Seil und zieht es so nach, sonst würde ich halt nicht vorwärts kommen oder runterkommen. So, dann heute wieder zeige ich mal, wie man es mit dem Achter macht. Ich mache das so, ich hänge als große Loch den HNS, nehme mir ein Stück Seil, gehe von oben durch, einmal so rum, öffne den HNS und zack. Also so ist, bin ich immer am Seil. Dann kann ich hier jetzt loslassen und dann geht. Da passiert nichts, weil ich den Prusik nicht loslasse, nicht nachgezogen habe. So. Genau. Und so gehe ich halt jetzt gleich den kleinen Abhang hier runter. So. Vorher Handschuhe anziehen. Bei der ganzen Kletterei wird es ganz schön warm. Am HMS, falls man da rankommt, am Achter, falls man da rankommt, zieht man sich übel zur Verbrennung. Also immer schön mit Handschuh klettern. So, gut, ich werde jetzt erstmal vorgehen und dann schalten wir wieder ein. So, da bin ich jetzt wieder. Jetzt sorge ich halt dafür, dass mein Schwerpunkt langsam runterkommt, also mein Hintern. Und dann wieder mit der einen Hand, man braucht nicht viel, also reicht ein paar Finger, immer nachschieben den Prusik. Und die rechte Hand ist halt am Seil zum Ablassen langsam. Und dann geht's schon runter. Genau, ruhig, langsam und vorsichtig. Hier, was man immer im Kino sieht, das große Rumgehopse und so weiter, ist mal schön, aber es ist nur Spielerei. Und wenn man am Anfang ist beim Klettern, dann sollte man das mal lassen. So, jetzt sind wir unten angekommen, jetzt ziehen wir den Prusik noch ein bisschen runter und jetzt können wir eigentlich hier haben wir es raus und zack, sind wir vom Seil. Ja, den Prusik mache ich auch gleich ab. Ups. Einfach nur hier lockern und dann zack. Und schon ist das Seil frei. Oh. Jetzt gleich zeige ich euch noch mal, wie man mit dem Tube sich abseilt. Also ich finde, das ist die bessere und einfachere Variante als mit dem Achter. Aber Achter ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich bin mehr so der Tube-Fan. Kostet ein paar Euro mehr als ein Achter und ist einfacher. Also ist cooler. Gut, so, da bin ich wieder. Ich will mal zeigen, wie man mit dem Tube sich abseilt. Das ist das Ding hier. Hier einfach für Maloka, ganz günstig eigentlich. Also da braucht man, das ist egal, Hauptsache Tube. Nehmen wir das Seil hier, mal so eine Schlaufe. So, drücken das hier so rein. Dann nehmen wir unseren HMS. Fehlen das einfach so auf. So, jetzt können wir den noch von mir aus drehen oder so. Das mache ich zum Beispiel, ist aber egal. Wenn man sieht, hier ist dann die Bremse. Wenn ich jetzt hier das festhalte, ich brauche gar keine Kraft, dann hält es mich locker. Also die andere kann ich theoretisch frei halten. So. Ah, hallo. Jo. Aber ganz wichtig beim Klettern, Handschuhe. Also auch wenn wir jetzt keinen Helm haben, den müssen wir auch haben, aber Handschuhe sind wichtig. Ja, und immer eine Hand
hier am Seil haben. So, dann gehen wir mal runter. Und dann langsam, bis der Schwerpunkt erreicht, der Arsch unten ist sozusagen. Und dann geht's schon ab. Und wie gesagt, ganz entspannt. Siehst du, ich habe hier ganz leicht und sitze sicher am Seil. Ich kann auch springen, aber eigentlich ist es nur Spielerei. Alles klar, siehst du, wenn man jetzt hier unten ist, letztes Stück runter. Ups, wieder auf Seite treten. Und dann einfach wieder den HMS drehen, sofern man ihn gedreht hat wie ich. Aufmachen, zack. Und zack, ist das Seil frei und man ist unten angekommen und alles wunderbar. Ja, also ich finde es ein bisschen angenehmer als mit dem 8er, aber es macht. Alle Arten von Abseil macht Spaß. Alles klar, das war's dann erstmal. Macht's gut. Alles klar, so, da sind wir wieder. Ich zeige euch jetzt mal den Pestel Stopp. Auch ein super Abseilgerät. Nehmen wir jetzt halt das Seil, legen das hier so durch, gehen einmal so rum. Wie so ein S sieht es denn aus, ja? Und klacken das halt hier rein. Zack. Das war's dann schon. Und jetzt, wenn ich mich reinhänge ins Seil, dann hält es. Man braucht theoretisch kein Seil, also keine Hand mehr am Seil. Das kann man nur so, also kann man aufpassen, dass man einfach nicht da rüber steuert oder dass es zwischen den Beinen rumschlackert. Wichtig ist halt dieser rote Griff. Wenn ich hier raufgehe, dann gebe ich halt Seil. Das Ding ist halt für Höhlenforscher halt entwickelt, dass die halt senkrecht runtergehen. Aber man kann es auch locker für so, für so einen Hang benutzen. Gut, dann gehe ich mal ein bisschen vor und dann sieht er mich gleich mal abseilen. Ja, alles genau, klar. Bis gleich. Jetzt sind wir hier, ja, den Pestelstopp, nur an einer Hand, hier die Hand ist nur fürs, um das Seil halt ein bisschen zu führen. Und dann gehen wir mal zusammen runter. Ja, zeig das nochmal hier, Hand frei. An sich hätten wir jetzt auch noch einen Pusik frei machen können, das haben wir uns jetzt erstmal gespart. Aber wie gesagt, Anfänger nicht ohne Pusik und zweiter Sicherung. Keine Kosten und Mühen, ein gutes Video zu machen. Ich sollte mal gucken, wo man hintritt. Kleine Felsspalte hier erwischt. So. Aber nichts passiert. Und weiter geht's. Fühlt sich immer schön breitbeinig zu laufen, dann kippt man nicht so weit nach links oder rechts. Ja, zu laufen, ich meine zu klettern. So, unten angekommen. Einmal wieder das Plastik, den Plastikstiefel hier zur Seite schieben. So, hier zur Seite geschoben, zack auf und zack, Seil ist frei und man ist unten angekommen. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, bis bald im Wald. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel beim Geocachen seid und ihr wollt den irgendwo runter und wollt ihr natürlich das Seil nicht irgendwo festbinden, dann müsst ihr wieder hoch und abbinden. Könnt ihr einfach das Seil doppelt nehmen. Hier jetzt natürlich günstig, wie man es in der Natur immer findet, halt Metallöse, wo man das Seil durchzieht. Dann haben wir jetzt hier unseren Tube. Nehmen einfach das Seil doppelt.
bisschen Fummelei hier. Da machen wir erstmal ein. Ja, komm her. So, einmal. Und das zweite Mal. Karabiner zu. Und das ist genau das gleiche Prinzip, wie als wenn ich es einfach habe. Hier einfach festhalten und ein bisschen aufschmuck. So, also sieht ihr, dass ich auch ein Klettergurt drin habe. Genau, und dann kann ich jetzt einfach runtergehen. Unten angekommen, gehe ich einfach aus dem Tube raus und ziehe an einem Ende und habe das Seil auch unten und muss nicht nochmal hochgehen. So, jetzt sind wir unten angekommen. Ich habe schon das Seil frei gemacht. Und jetzt, wie gesagt, wollen wir einfach nur ziehen. Und der Rest macht die Schwerkraft. Und zack, wir haben sozusagen den Abhang überwunden. Wir sind unten angekommen, haben meistens unser Geocache gefunden, keine Ahnung was. Und können jetzt alles wieder einpacken und weitermachen. Ein kleiner Nachbrenner. Wenn ihr mit Rucksack runtergeht, ist ein Brustgurt empfiehlt sich. Hier, ich habe jetzt kaum was drin, da kommt jetzt das Seil rein und mein Klettergurt. Und da ist noch ein Snackpack drin und was zu trinken, das war's. Also wenn ihr aber richtig ordentlich was drin habt, dann immer noch mit Brustgurt, weil der Schwerpunkt sich verändert beim Rucksackklettern noch dazu. Jo, das war's denn. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.